Ende Mai fand der erste Schulmilchtag statt. Das Ministerium für Landwirtschaft und Umwelt Sachsen-Anhalt lud in eine Milchstraße rund um das Thema Schulmilch und gesunde Ernährung ein. Denn Milch und Milchprodukte sind für eine gesunde Ernährung und Entwicklung von Kindern immens wichtig. Milch ist ein Qualitätsprodukt unserer Landwirte, das in den vergangenen Jahren zu Unrecht in der Gunst der Schülerinnen und Schüler ins Hintertreffen geraten ist, meint Sachsen-Anhalts Agrarminister Dr. Hermann Onko Eikens. Er war ebenfalls beim ersten Schulmilchtag anwesend und informierte sich beim bunten Markttreiben über die Erzeugnisse der Schulmilchlieferanten und die Konzepte für eine gesunde Ernährung. Außerdem erhielten wir noch weitere Informationen über das Programm. Wenn da die Kinder nicht zu lang. Der erste Schulmilchtag in Sachsen-Anhalt, warum wurde der initiiert? Sachsen-Anhalt hat sich entschlossen, diesen Tag zu initiieren, um weitere Schulen an das EU-Schulmilchprogramm heranzubringen. Wir haben im Land Sachsen-Anhalt etwa 1000 Schulen und von diesen 1000 Schulen haben 226 Grundschulen und im Durchschnitt 25 Sekundarschulen und Gymnasium das Angebot, ihren Kindern Schulmilch vorhalten zu können. Und das wollen wir steigern. Das EU-Schulmilchprogramm, können Sie kurz erklären, was sich dahinter verbirgt? Dahinter verbirgt sich, dass die EU jedem Kind, das in der Schule Milch trinken möchte, auch einen Beitrag leistet. Also kriegt man einen Zuschuss im Prinzip? Man kriegt einen Zuschuss in Form von Geld, genau, und kann je nachdem dann oder muss das an die Kinder weitergeben. Wie war die Resonanz heute? Sie haben sicherlich vorher Schulen angesprochen. Können Sie das so kurz zusammenfassen? Kurz zusammengefasst kann man sagen, dass wir in etwa 40 Schulen hier im Bundesland erreicht haben. Von den 1000, abzüglich derer, die das natürlich schon umsetzen in ihren Schulen. Und wir wünschen uns, dass diese Schulen, die heute mit den grundlegenden Informationen hier ausgestattet wurden, dann auch den Weg gehen und sagen, ab nächstem Schuljahr haben wir auch Schulmilch in unserem Angebot und können es unseren Kindern geben. Eigentlich ist es ja auch klar, also Milch bringt ja Eiweiß und andere wichtige Stoffe. Können Sie es aber vielleicht nochmal so sagen, warum ist das so wichtig, dass die Kinder unbedingt auch viel Eiweiß, also viel Milchprodukte zu sich nehmen? Milch ist eigentlich ein Alleskönner und wir haben eigentlich auch die Problematik, dass immer weniger Kinder mit einem Frühstück zur Schule kommen. Wir haben einen Großteil derer, die gar nicht frühstücken oder die eben zu Hause eine Kleinigkeit essen, dann aber nichts mit in die Schule bringen. Das heißt, dass wir einen Leistungsknick haben, einen gravierenden. Und Milch kann hier unwahrscheinlich viel leisten, indem es die Energiereserven der Kinder wieder aufbaut und die Kinder einfach fitter macht, diesen langen Alltag, diesen Schulalltag dann auch durchzustehen. Woher bekomme ich Informationen zu Schulmilchprogrammen oder generell zu Schulmilch? Informationen erhalten Sie direkt auf der Seite des Landwirtschaftsministeriums. Dort finden Sie auch zugelassene Lieferanten bzw. können selbst einen Antrag auf Beihilfe stellen. Und ansonsten kann man sich an verschiedene Partner, die auch hier heute den Schulmilchtag unterstützt haben, informieren. Gut, dann danke ich fürs Gespräch.